Seit August 2017 gibt es in Deutschland ein weiteres Überwachungsgesetz. Damit wird der sogenannte Staatstrojaner ein alltägliches Ermittlungsinstrument der Polizei. Die Folge ist der bisher größte staatlich gesteuerte Angriff auf unsere Privat- und Intimsphäre. Denn mit einem solchen Schadprogramm lassen sich Handys und Computer unbemerkt infizieren und fernsteuern. Damit kann der Staat auf unsere Kameras, Mikrofone und Daten zugreifen, sie auslesen, manipulieren oder neue Daten speichern. Dieser extreme Eingriff war zwar schon vorher im Einzelfall gegen internationalen Terrorismus legal, doch das neue Gesetz erlaubt ihn jetzt auch bei vielen harmloseren Straftatbeständen. Selbst der bloße Anfangsverdacht, zum Beispiel bei einem Steuerdelikt oder bei einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, kann genügen, um durchsucht und überwacht zu werden. Dadurch wird die staatliche Überwachung zum Masseninstrument, das im Prinzip jeden treffen kann. Damit nicht genug. Da jedes Schadprogramm nur auf Basis von Sicherheitslücken funktioniert, muss der Staat diese Lücken für seine Trojaner geheim und offen halten. Dadurch erzeugt der Staat Unsicherheit für alle Menschen. Denn natürlich können sich durch diese Sicherheitslücken auch Kriminelle und andere Staaten ungehinderten Zugang zu unseren sensiblen Daten verschaffen. Damit hackt sich der Staat viel tiefer in unsere Privat- und Intimsphäre, als es die Verfassung erlaubt. Das ist ein schwerwiegender Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Deshalb reicht die GFF gemeinsam mit unseren Partnern Verfassungsbeschwerde ein. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung. Werden Sie jetzt Fördermitglied oder helfen Sie uns durch eine Spende. Vielen Dank.